Hallo Leute, Anime For You wurde leider geschlossen. Ich meine, ich gucke Anime legal. Auf Netflix und auf Crunchyroll könnt ihr da weiter gucken, aber wie dem auch sei. Das illegale Streamportal, das zu den größten deutschsprachigen Anbietern gehörte, hat seine Pforten geschlossen und ist daher nicht mehr erreichbar. In diesem kurzen Statement auf Discord erklärt euch Denai, warum er Anime illegal schaut. Also, 5 Euro im Monat? Also Mann, ich bin empört, Alter. Als ob ich 5 Euro zahle, um den ganzen Monat sinnvoll mein Geld zu investieren, um Anime HD zu gucken, ohne Werbeunterbrechung und alles drum und dran. Nee, du, also 5 Euro, ich meine, ich krieg Hartz IV und alles drum und dran, aber nee, du, 5 Euro, da bin ich raus, Alter. Das ist eine halbe Zigarettenschachtel, Alter. Also 5 Euro, das ist so, was so, wenn du nicht rauchen würdest, wäre es für Anime gut, weil es, ich dachte, du magst so diese edgy Shit, Kiss Exist und so mit deiner Schwester streamen, illegal auf Twitch, aber es ist wichtig, dass man die Anime-Industrie ein bisschen unterstützen soll. Und ja, es kommt immer darauf an, ob du Anime magst und Anime unterstützen willst. Das, was du magst, unterstützt man oder nicht. Das ist so wie so ein Kondom auf dem Penis tun. Also da kann ich gar nicht nachvollziehen gerade, was du da erzählst. Also guck mal, das Ding ist, Kondom auf dem Penis, da schützt man sich doch wenigstens. Und dadurch schützt du auch die Aussterbung des Anime-Industrie. Und ich finde, das ist eine gute Sache. Guck mal, überleg mal. Auf diesen Anime-Seiten ist unten rechts oft so eine Meldung so, ey, 3 Kilometer, willst du mich ficken und so, weißt du? So zum Beispiel da auch ApoRed oder so, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. ApoRed ist echt ein geiler Edelnote. Digga, guck mal, wie diese ganzen Edelnoten und so und diese, du weißt schon, diese Pornos, wie sollen die sich finanzieren? Guck mal, auch wenn diese Streaming-Plattformen was davon haben, ich finde, ich gönne auch mal den Pornos was. Das, was du mir erzählst, also ergibt gar keinen Sinn in meiner Meinung. Also die Porno-Industrie ist schon eine große Sache. Natürlich muss man berücksichtigen, was illegal ist und was legal ist. Ich meine, Cannabis ist illegal, weil es illegal ist. Verstehst du? Bruder, können wir das Thema wechseln? Also du tust mir gerade weh, Digga. Also laut dem Weltumschutzordnung ist der Mensch, der einem wehtut, ist er einem selbst, weil der Gedanke ihm spricht zu den Worten, was er hält. Also nee, du, also diese 5 Euro, die ich Crunchyroll oder so bezahle, da gehe ich lieber auf eine ganz geheime Seite, die keiner kennt oder so. Die hat, glaube ich, 4 Buchstaben, aber die erzähle ich euch nicht, weil sonst wird die auch noch runtergenommen. Und so, Leute, wurde wieder eine Seite geschlossen. Und Leute, schaut auf Anime legal. Es gibt natürlich auf Crunchyroll und Wakanim natürlich, ohne dass ihr auch 5 Euro bezahlen müsst, auch einige Anime kostenlos. Zwar mit Werbung, aber trotzdem unterstützt ihr sie. Und für 5 Euro könnt ihr bestimmt Abonnement gönnen. Und ja, Message zu diesem Video. Einfach gönnen, Leute. Ihr könnt einfach eure Farmflaschen mal wegbringen und dann könnt ihr euch diese Scheiße schon leisten. Also gönnt euch einfach. Ja, Leute, bezahlt einfach die Scheiße und haltet einfach die Schnauze. Okay, gut. Ja, keine Ahnung. Ja, egal, wie du beendet hast.